Grünkern-Auberginen-Röllchen mit grünem Spargel, Bild auf Seite 12. Vorzubereitungszeit, ca. 100 Minuten. Zutaten für ca. 8 Portionen: 3 große Auberginen, Salz unterstrich eine Knoblauchzehe, 70 ml Olivenöl, Pfeffer, 250 Gramm Grünkern, Klammer auf, getrocknete und reif geerntete Dinkelkümmer, Klammer zu, 2 große Buntkräuter, Klammer auf, zum Beispiel Kerbel, Gierskestragon, Basilikum oder Bärlauch, Klammer zu, 700 Gramm grüner Spargel, 1 Esslöffel Honig, 40 ml Zitronensaft. Erstens Auberginen waschen, längs in dünne lange Scheiben hobeln, Scheiben 30 Minuten in Salzwasser legen, Knoblauch abziehen, hacken und mit dem Öl pürieren, Würzöl salzen, pfeffern. Zweitens Auberginenscheiben trocken tupfen und auf mit Backpapier belegte Bleche verteilen. Auberginen beidseitig dünn mit etwa der Hälfte vom Knoblauchöl einpinseln. Unterm heißen Backofengrill in 3 bis 5 Minuten goldbraun grillen. Drittens Grünkern in einem Sieb abbrausen. Dann in einem Topf mit Wasser bedeckt in ca. 30 Minuten weich kochen. Grünkern in ein Sieb abgießen und kalt abbrausen. Kräuterblätter hacken. Viertens Kräuter, Grünkern, übriges Knoblauchöl mischen. Spargel putzen, holzige Enden abschneiden, Stangen eventuell im unteren Drittel schälen. Spargel in Salzwasser in ca. 5 Minuten bis fest garen. Kalt abschrecken. Ein paar Spargelstangen halbieren, zum Garnieren beiseite legen. Restlichen Spargel kleinschneiden. Grünkernmischung mit Honig, Zitronensaft, Salz, Pfeffer würzen. Je 2 bis 3 Auberginenstreifen überlappend nebeneinander legen, mit etwas Grünkernsalat und Spargelstücken belegen, einrollen, eventuell halbieren und auf eine Platte stellen. Restlichen Grünkernsalat und Spargel dazu anrichten. Pro Portion 230 Kilokalorien durch 970 Kilojoule, 26 Gramm Kohlenhydrate, 7 Gramm Eiweiß, 10 Gramm Fett.